Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu Rage 2. Vielen lieben Dank an Bethesda, die mich hier mit einem Key unterstützt haben, damit ich euch das Spiel vorstellen kann. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir begeben uns gemeinsam in die postapokalyptische Dystopie von Rage 2. Ich wünsche euch viel Spaß, lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich. Wir starten einen neuen Spielstand, übrigens auf der PC-Version. Ihr habt ja immer gesagt, beim Shooter mögt ihr lieber auf dem PC das Ganze gucken. Deswegen machen wir das jetzt auch. So, wir starten auf dem Schwierigkeitsgrad normal und los geht's. Wir hatten Pläne für diese Welt. Für unsere Erde. Gesäubert durch die Gnade des Meteors Apophis. Und was für Pläne wir hatten. Alle vereitelt von einem Mann. Nicholas Rain. Ein einziger Knopfdruck zerstörte unsere Zukunft. Die Archen erschienen. Die Ecopods kamen herab. Viel zu früh. Das Leben kehrte ins Ödland zurück. Ein neuer Kreislauf des Lebens entstand, so wie wir es für unsere eigene Spezies geplant hatten. Die dummen, überheblichen Massen durchkreuzten unsere Pläne. Die Säuberung unserer geschwächten Spezies blieb aus. Anstatt unsere Hilfe anzunehmen, wählten sie selbstsüchtig ihre eigene, jämmerliche Existenz. Welch Hybris. Sie hielten uns für besiegt. Wir ließen sie in dem Glauben und zogen uns unter die Erde zurück. Wir sahen ihre mickrigen Konflikte, ihre sinnlosen Revierkämpfe, ihre kindischen Versuche, Ordnung ins Chaos zu bringen. Und wir erstarkten. Unsere Technik, unser Wissen, alles zusammen, alles für nur einen Moment. Die allumfassende Auslöschung der Schwachen. Der neue Mensch. Wir reißen ihre Verteidigung nieder. Wir nehmen uns ihre Lager. Wir nehmen uns die Archen. Wir machen ihre Siedlungen im Erdboden gleich. Heute Nacht beginnt die große Säuberung. Heute beginnt die Wiederauferstehung der Obrigkeit. Na aber hallo, das geht ja gleich richtig gut los. Was zum Teufel ist da draußen los? Nichts Gutes. Also ausgerüstet und los geht's. Okay, Charakter wählen. A oder D. Weiblich, männlich. Alles klar, würde ich sagen, lass uns mal losrocken. Geht's jetzt los? Ja, schnapp dir deinen Kram. So, nimm deine Waffen. Nehmen wir, wartet mal. Alles klar, Schießeisen liegt gut in der Hand. Ist durchgeladen. Yeah. Ich sichere die Tür. So, ganz schnell Untertitel noch anschalten. Ist mir gerade noch aufgefallen. Schnabberabab. Wo geht das hier? Untertitel. Ah, da. Ab und. Ist gespeichert, oder? Ja. Oh, los geht's. Yeah, da spritzt gleich das erste Blut. Sehr gut. Komm schon, Lilly, das war mein Kill. Du musst eben etwas schneller sein, Walker. Lilly, mehr Familie hatte ich nie. Wir wuchsen hier in Wineland auf. Ihre Mutter ist ein echter Drill Sergeant. Ich bin eine Waise, ich habe keine Mutter. Aber davon gibt's noch jede Menge mehr. Ich sage dir, das hier ist es. Gut. Dann machen wir sie platt. Komm schon! Los geht's! Kann man darauf schießen? Kann ich das töten? Ja, yeah, sehr geil. Ja. Und los geht's.
ziemlich knapp. Kein bisschen. Alles gut. Das mit Zählen schwer. Zahlen sind mir egal. Oh Gott! Wir brauchen dich im Hof. Sofort. Sehr schön. Lili auch. Ranger Jersey ist dabei, die anderen Siedlungen zu warnen. Sie müssen Bescheid wissen. Geht das fast gar nicht hoch? Laut Combox soll das der größte Angriff bislang sein. Das ist kein Witz. Dann los, verdienen wir uns ein Fleißbändchen. Das ist gut. Apokalypse am Start, aber immer einen coolen Spruch auf den Lippen. Feltrizellen. Sammle Feltrizellen von besiegten Gegnern, um Gesundheit zu regenerieren. Denke daran, dass Feltrizellen sehr instabil sind und sich auflösen, wenn du sie nicht schnell genug aufhebst. Okay. Das sind die hier, ne? Mom wartet im Hof auf uns. Dort geht's am heftigsten zur Sache. Hast du viel Schaden erlitten, dann benutze eine Gesundheitsinfusion, um Lebenskraft zu erhalten. Mit Tee. Okay. Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay. Nicht irgendein Ranger. Das ist Jersey. Ja, der steht uns hier gleich mal die Show, oder was? Hat ihm den Kopf abgebissen. Alter. Krass. Hier zu Ranger Jersey. Da hilft doch kein Defi mehr. Nee, der ist hinüber. Kann ich seine Knarre haben? Das alles von mir. Ich nehm. Na, lecker. Fuck. Mom killt dich, wenn du mit der Ranger-Ausrüstung rumspielst. Aber da steckt immer noch reichlich von Jersey drin. Ja, das ist unsere einzige Chance. Oh, yeah. Das ist doch besser, als ich dachte. Dein Kamerad ist gerade gestorben, aber alles klar. Genau, gib mal das richtige Schießgewehr her. Oh ja. Erstmal Leichenpflederei machen hier so. Okay, ja, ich komme ja schon hier. Bin unterwegs. Ah, Waffe wechseln mit Q. Hey Walker, Sergeant Mann braucht dich im Hof. Beeilung. Okay, von der Explosion hätte ich mir etwas mehr erhofft. Okay, der Hof, da lang. Wingstick werfen mit G. Okay, also ich hoffe, die hat man jetzt unendlich oder so, oder laden sich zumindest nach. Wäre jetzt ja blöd, wenn es nicht so wäre. Komm jetzt her, Junge. Wingstick. Zap zu Rap hier. Okay, ich habe immer noch 3. Wings. Oh Gott. Wingstick. Hoho, sehr schön. Einmal Feltrit. Und da vorne geht immer noch die Action ab. Granate. Drücken, werfen, halten, abkochen. Gadget wechseln. Okay. Auf Granate wechseln. Und Granate! Kann man hier eigentlich auch mal ducken? Warum? Oder. Ah, mit MC geht das hier für Crouchen. Ja, langsam wird es gesundheitstechnisch ein bisschen kritischer, aber ich habe noch einmal Heilung. Also ich bin hier noch lange nicht am Ende. So, was ist eure Ausrede? Noch keine. Granate! Boah, hier geht ganz schön der Funkenschlag los. Von dieser Rüstung ferngehalten. Warum wohl? Neidisch, Lilly? Verdammt, ja.
Ohne diese Nanotriten-Scheiße wäre ich definitiv der jüngste Ranger geworden, der jemals vereidigt wurde. Hat hier nicht noch einer übers Lilanes fallen lassen? Ach, ich weiß nicht. Ja. Achso. Fokus. Halte Steuerung, um Fokus zu aktivieren und sowohl Gegner als auch Objekte von taktischer Bedeutung hervorzuheben. Ja, manchmal kommt man auch mit Dauerfeuer weiter im Leben. Nicht immer, aber manchmal. Aber Rage ist halt auch so ein Kill-With-Skill-Spiel, oder? So ein bisschen wie damals Bulletstorm. Das war ein guter Shooter. Ich mag ja so abgepackte Story-Shooter. Also da unten lang. Der Soundtrack ist schon ganz gut, ne? Also das geht schon echt schön ins Ohr. Oh, Scheiße. Oh, hast mal beide da abgefetzt hier. Ja, wir sollten uns mal ein bisschen gesundheitstechnisch wieder nach vorne entwickeln. Geht gerade ganz schön die Scheiße los, ne? Also denk daran, was sie uns auf der Akademie über die Ranger-Rüstung erzählt haben. Zerfetzt seine Feinde, sobald der Overdrive aufgeladen ist. Ah ja, okay. Also als nächstes hier den Overdrive laden. Und dann hier, wo nochmal die richtige Action beginnt. Overdrive mit V aktivieren. Na dann. Wow, nicht schlecht. Aber warum musste dann der andere sterben, wenn er doch einen Overdrive gehabt hätte? Das nenne ich mal ineffizient ausgenutzt. Boah, hier geht's echt gerade ganz schön hoch, ey. Boah, nice. Ja, die große Nacht des Angriffs. Die Verwundeten aus der Gefahrenzone. Los! Die Kanone braucht Muni! Munition! Los, los, los! Du, sieh sofort nach Ranger Jersey. Liebe alte Tante Prowley, ruhmreiche Kriegsheldin, Ranger und Vorbild besonders für Lily. Sie nahm mich auf, als meine Eltern starben. Die härteste Mutter, die ein Waisenkind haben kann. Melde mich zum Dienst. Zu mir! Das ist Jerseys Rüstung. Jersey wurde umgebracht. Verdammt, raus! Und einfach zu treffen. Unmöglich. Er sollte tot sein. General Cross? Weiter hinten! Tötet alle anderen! General Cross, der fiese Anführer der fiesen Obrigkeit. Unser Albtraum wie aus einer Gruselgeschichte für ungezogene Kinder. Keine Ahnung, ob Prowley sie nicht mehr alle hat oder ob es stimmt. Aber wenn es stimmt, dann wird er sterben. Du Verdammter! Bleib zurück! Das ist ein direkter Befehl! Durch.
Hier geht's ganz schön heiß her, ne? Brawley. Irina Brawley. So eine Überraschung. Ich wollte das Leben der ursprünglichen Arkisten verschonen. Für Experimente. Aber für dich mache ich eine Ausnahme der guten alten Zeiten willen. Geht her! Letztendlich hatte mir dein Versagen ja einst mein Leben gerettet. In der Tat ein ganz schön gewalttätiges Spiel. Vielleicht geht ein bisschen Starthilfe. Gut. Warte. Fuck. Ich war bei Bewusstsein. Ja, warst du. Aber deine tolle neue Rüstung brauchte Saft. Das ist alles? Mehr ist nicht übrig. Etwa 20 Überlebende. Wir durchsuchen noch die Ruinen. Meine Mutter. Er hat sie getötet. Keine Ahnung wie. Aber wir stoppen sie. Und dann breche ich diesem faltigen Wichser persönlich das Genick. Ich habe die Geschichten nie geglaubt. Die Rückkehr der Obrigkeit. Jetzt ist sie da. Und wir müssen etwas gegen sie tun. Mom wusste, was zu tun ist. Die Ranger auch. Warte mal. Sie haben ihre Daten, ihre Protokolle im Presidio gespeichert. Der Ranger KP? Spinnst du? Da kommen nur Ranger rein. Sieh mich an, Lily. Ich bin der letzte Ranger. Scheiße, ja. Das stimmt wohl. Yeah, willkommen in dieser Zukunft, in der immer alle so mega tough sind. Lily Prowley. Will nicht mit uns reden, okay. Gut, was haben wir hier? Stuff. Ja, das war ja mal ein ziemlich gewaltiger Erstschlag gewesen. Wir haben uns ganz schön fertig gemacht. Ja, damit haben wir jetzt dann auch eine Aufgabe. Wir müssen es diesem General Cross heimzahlen. Das machen wir natürlich ganz schnell, ne? So, Granate mitnehmen, nicht vergessen. Ah ja, alles auf Max. Hoffentlich hast du hier was für mich, Prowley. Ich suche nach Informationen über Ranger-Einheit, Sergeant Irina Prowley. Wird verarbeitet. Sicherheitsprotokoll außer Kraft setzen. Walker, wenn du diese Nachricht siehst, hat es uns härter getroffen als je zuvor. Ich bin tot und Weinland ist zerstört. Das heißt, du bist der einzige lebende Ranger. Und die Obrigkeit ist zurück und muss bekämpft werden. All diese Jahre habe ich dich vom Ranger-Dasein ferngehalten, weil ich hoffte, du würdest bei einem Angriff verschont, der auf Ranger und Alti zielt. Du bist die Geheimwaffe. Sorry, dass ich es nie erzählt habe. Du hast jetzt vorhin Zugriff auf Weinlands Primärarche und die Technologie dahin. Der alte Kühlschrank. Stell dir vor, hunderte Jahre da drin zu stehen. So wie ich. Deine Eltern,
Alle ursprünglich, gefroren wie Eis am Stiel. Von hier kamen wir, um die Obrigkeit zu vernichten. In der Arche befindet sich ein IT-Erweiterungsverteiler. Mein größtes Geschenk an dich. Ein Gerät, das die Nanotriten in deinem Blut verstärkt und dir, naja, Superkräfte verleiht. Anders kann man's nicht sagen. Geh in die Arche und aktiviere ihn. Okay, ich liebe ja diese Geschichten, denen man ganz plötzlich der Auserwählte ist. Geister Prowley. So, ach ja, du bist übrigens der Auserwählte. Haha, habe ich dir noch nie erzählt. Archen sind unglaublich wertvoll. Durch sie gelangst du an Archenwaffen und Nanotritenfähigkeiten. Suche im gesamten Ödland nach Archen, um mächtiger zu werden. Nähere dich dem Eingang einer Arche und nutze den Fokus, indem du Steuerung gedrückt hältst, um ihn zu öffnen oder sie zu öffnen. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 401A. Ich stecke meine Hand also in dieses seltsame Loch und hoffe auf das Beste. In seltsames Loch stecken. Sehr gut. Willkommen im Simulationsraum. Hier können Sie sich mit dem Einsatz von Archenwaffen und ID-Erweiterungen vertraut machen. Mhm. Sie haben die ID-Erweiterung Dash installiert. Damit können Sie eingehenden Angriffen ausweichen und sind schwerer zu treffen. Ah ja. Gut. Bitte nochmal. Und nochmal. Gute Arbeit. Eine Simulation ermöglicht es Ihnen, mit der Dash-Erweiterung feindlichem Feuer auszuweichen. Na dann, zeig mal her. Was? Ich hab's doch. Noch einmal. Ich hab doch Dash gedrückt. Hey! Noch einmal. Ich dachte, also kann ich gar nicht in alle Richtungen dashen. Ich drücke Steuerung. Achso, ich muss wahrscheinlich erst Steuerung drücken. Das müssen Sie wiederholen. WTF? Ich drücke Steuerung und... Falsch. Noch einmal. Also ich sterbe hier gleich. Im Tutorial. Mega gut. Ich drücke das die ganze Zeit. Was mache ich falsch? Jetzt funktioniert's. Kommt. Missglückt. Noch einmal. Alter, ich bin gleich tot, ne? Ist einfach zu doof für das scheiß Tutorial. Fehlschlag. Bitte wiederholen. Aha, guck mal, es hat jetzt mal funktioniert. Bitte wiederholen. Nice, tot. Okay, also das mit dem Dashen ist gar nicht so leicht, wenn man denkt. Also ich drücke die ganze Zeit schon Steuerung und aber. Willkommen im Simulationsraum. Ach nö, oder? Hier können Sie sich mit dem Einsatz von Archenwaffen und ID-Erweiterungen vertraut machen. Sie haben die ID-Erweiterung Dash installiert. Damit können Sie eingehenden Angriffen ausweichen und sind schwerer zu treffen. So, genau, jetzt. Ja! Gut, bitte nochmal. Aber so habe ich es doch gerade auch gemacht. Gute Arbeit. Okay. Eine Simulation ermöglicht es Ihnen, mit der Dash-Erweiterung feindlichem Feuer auszuweichen. So. Dann zeig mal her, wir machen das jetzt nochmal.
wiederholen. Ja, jetzt funktioniert's. Man muss ja echt ein bisschen draufhämmern. Also einmal mit einmal noch. Kurz drücken reicht da nicht. Gut. Sie haben das Training zur Dash-Erweiterung abgeschlossen. Na, vielen Dank dafür. Yeah, Tutorial Dash. Okay, perfekt, bin ich gut. Wird schon schief gehen. Musste es echt meinen Arm fressen? Komm zurück in die Haupthalle, dann habe ich mehr Infos für dich. Alles klar. Echt seltsame Anweisung von meiner toten Tante. Das ist deine erste ID-Erweiterung. Doch, es gibt mehr. Da draußen sind viele Archen. Finde sie. Jeder Archen birgt wertvolle Ressourcen, die dir gegen die Obrigkeit helfen. Aber alleine schaffst du es nicht. Du brauchst Hilfe. Falls Lily noch lebt, ist sie von größtem Wert. Und es gibt weitere Freunde, von denen du nur Geschichten kennst. Gegen Ende der Obrigkeitskriege riefen ein paar von uns aus dem engeren Kreis des Widerstands Projekt Dagger ins Leben. Es sollte der Obrigkeit ein Ende setzen. Endgültig. Uns war klar, dass sie trotz ihrer Verluste nicht einfach verschwinden würde. Und wir wussten, dass General Cross über Technologie verfügt, die ihm so etwas wie ewiges Leben verleiht. Projekt Dagger wurde verworfen, als Vineland sich gegen Außenseiter abschottete. Doch zwischen mir und den drei anderen ursprünglichen Daggers blieb ein Pakt bestehen. Der erste ist John Marshall aus Gunbarrel. Ein zäher alter Krieger, der den ersten Kampf gegen die Obrigkeit anführte. Er versteht sich bestens auf Technologie und die Kunst des Spionierens. Mit seiner Hilfe bleibst du vor der Obrigkeit verborgen. Die zweite ist Lucen Hagger aus Wellspring. Tochter des Kriegshelden Dan Hagger. Erst Guerillakämpferin, heute Bürgermeisterin der größten Stadt im Ödland. Über sie gelangst du an unverzichtbare Militärfahrzeuge. Und dann ist da noch Dr. Anton Quasier, Ex-Obrigkeitsforscher, jetzt im Widerstand. Er ist Experte für Nanotritentechnologie und Mutationen. Sein Können ist für Projekt Dagger unverzichtbar. Mit der Zeit wirst du mehr wissen wollen. Die CPU deiner Ranger-Rüstung besitzt Protokolle, die viele deiner Fragen beantworten. Viel Glück da draußen, Ranger Walker. Naja, jetzt haben wir ja direkt mal drei Missionen. Du lädst also alles auf meinen Schultern ab und verabschiedest dich in die Ewigkeit, Tante Prowley? Schön. Dann bin ich jetzt eben an der Reihe. Wunderbar. Alle Hauptsache richtig tough und richtig cool und... Ja, mal schauen. Ihr lieben Leute, das ist der Einstieg. Lily, ich muss drei Leute finden. Ah, ja. John Marshall, Dr. Quasier und Lucen Hagger. Sie gehören alle zu Projekt Dagger, mit dem die Obrigkeit aufgehalten werden soll. Das ist viel verlangt. Ja, selbst wenn sie tot ist, ist mit deiner Mutter nicht zu spaßen. Zu früh, Walker. Sorry, Lily. Aber hey, ich bin bereit fürs Ödland. Da habe ich was Passendes. Komm zu mir. Okay, damit hätten wir auch unsere erste richtige Mission nach dem Tutorial. Wir müssen zu Lily und bekommen was Passendes fürs Ödland. Wahrscheinlich ein Auto, denke ich mal. Ansonsten ein sehr spektakulärer Anfang. Also ging es ja richtig ab. Überall Feuer, Explosion, riesige Monster, abgetrennte Körperteile. Alles, was ich eigentlich so von Rage erwartet habe. Und noch viel mehr bekommen wir zu sehen in der nächsten Folge. Ihr lieben Leute, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ja, denn das bin ich wirklich. Bisher macht das Spiel auf jeden Fall schön Spaß, ist ordentlich abgedreht und wird wahrscheinlich noch so richtig punky. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr bisher von dem Spiel haltet. Bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Haut rein und gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. BB, euer Hyuga.